Auch wenn man sich in einem fremden Land wohlfühlt, aber es gibt dann doch einige Dinge, die man von der Heimat vermisst und umgekehrt auch. Ne? Es gibt dann wieder Dinge, angenommen, ich würde hier weggehen, ganz sicher Dinge, die ich hier vermissen würde. Und in solchen Momenten kommt da ein so gewisses Heimweh auf. Ne? Hyggeligt at være i Sydtirol. Es bedeutet, es ist gemütlich hier in Südtirol zu leben. Gemütlich oder hyggeligt, ich denke, das ist der richtige Übersetzung, ist ein sehr wichtiges Wort in Dänemark. Hygge symbolisiert einen glücklichen, friedlichen Zusammensein. Man sagt, dass die dänische Bevölkerung der glücklichste der Welt ist. Ich denke, es kann zweiseitig sein, weil es wird auch viel Alkohol getrunken und dann sind wir natürlich glücklich. Aber es gibt doch eine ernstere Sache, die vielleicht mit dem Glück zusammenhängt. Wir haben ein sehr gut funktionierendes Welfare-Staat und wir zahlen viele, viele Steuern. Aber wir haben dann auch den Vertrauen, dass dieses Service, an dem wir zahlen, es kommt zurück. Meine Eltern sind beide aus Kopenhagen. Sie haben beide Konservatorium in Kopenhagen gemacht. Meine Mutter Trompete, Klavier und mein Vater Oboe. Und deswegen, ich habe mich gar nicht gefragt, ob ich spielen soll. Das war einfach so. Sie haben nicht gesagt, du musst, das war gar nicht nötig. Es war natürlich. So, ich habe mit 5 angefangen. Meine große Schwester spielte schon Geige. Meine Mutter hat versucht, mich zu überzeugen, Cello zu spielen. Ah, das ist so eine schöne, ähnlich an der menschlichen Stimme, ähnlicher als der Geige, ist so hoch und so. Ich hatte eine sehr hohe Stimme als kleines Kind, also da gab es keine Zweifel, ich musste Geige spielen. Der Junge ist gerade 5. Da erhält er den ersten Unterricht, anfangs noch privat. Mit 13 kommt er zu einer Lehrerin, einer Tschechin. Sie ist äußerst streng, verlangt sehr viel, aber gerade dadurch wird der junge Musiker geprägt. Mit 16 kommt er ins Konservatorium. Bald schon gewinnt er Wettbewerbe, spielt in Meisterkursen, unter anderem in Lübeck und in Nordschweden und tritt als Solist auf. Vier Jahre lebt und studiert Ole Frederiksen in Wien, bevor er nach Bozen kommt. Ich bin eigentlich nach Bozen gekommen, weil meine Lehrerin in Wien hat gekannt, der künstlerische Leiter von der Malerakademie, Alfred Altenburger. Und jemand ist im letzten Moment ausgefallen und sie hat mir gefragt, willst du kommen zu diesem Kurs?
Und ich habe ja gesagt, ich hatte keine Ahnung, wo Bozen ist, ich hatte keine Ahnung, nur welchen Zug zu nehmen. Und dann nächsten Tag bin ich aufgewacht und gefrühstückt. Und dann habe ich diese paar Schritte in der Walterplatz gemacht. Das werde ich nie vergessen. Wie die Berge fast im Platz fallen. Das war mein Eindruck. Dänemark ist flach. Der höchste Punkt hat 300 Meter und das heißt Himmelberg. In Wien hat er die Großstadt erlebt, das pulsierende Leben, dazu viel Kunst und Kultur. Und hier dann die Kleinstadt. Großstadt hat mich eigentlich nie so gefallen, weil ich bin aufgewachsen am Land, in einem kleinen Dorf von 50 Häusern und wenige Leute und Frieden und viel Natur. Und da fühle ich mich auch sehr, sehr gut. Ole Fredriksen bleibt in Südtirol. 2005 wird er Assistent des künstlerischen Leiters der Gustav-Mahler-Akademie. Er gewinnt weiterhin Wettbewerbe, denkt mehrmals daran, wegzugehen. Aber inzwischen ist er Vater eines kleinen Jungen. So bleibt er. Ähnlich wie hier gibt es auch bei ihm zu Hause, im dänischen Teil von Schleswig, eine deutsche Minderheit. Die Kulturen der Dänen und Deutschen ähneln sich. Die kulturellen Unterschiede sind größer hier. Aber es ist auch deswegen reicher. Also zum Beispiel der Küche ist ja ein fantastischer Misch von Knödel und Sauerkraut, so Schlutzkrapfen, Ravioli, ohne Grenzen. Das ist sehr, sehr interessant. Man entdeckt, dass man kann überall sich wohlfühlen. Das Einzige vielleicht, was sich ein bisschen verstärkt hat, war jedes Mal, dass man sieht, die dänischen Produkte, dann kommt ein bisschen der Stolz rauf und zum Beispiel der Lurpak-Butter, dänische leicht gesalzte Butter, eine Geschmack, die ich für viele Jahre nicht hatte, oder Royal Copenhagen, Porzellan oder Bang & Olufsen, Carlsberg, Bier und das haben wir alles. An der Schnittstelle zwischen Nord und Süd zu leben, das ist spannend, aufregend. Gefährlich scheint es hier nicht zu sein. Wie mein Bruder mit Sorge mir gefragt hat, wenn ich gesagt habe, ich werde jetzt in Italien leben, bist du sicher? Ist das nicht ein bisschen so eine Bananenrepublik? Damals gab es Berlusconi und die Veline und was da alles passiert ist im Süden und so weiter. Aber das ist ja nicht so hier. In Südtirol ist eine glückliche Insel und man lebt friedlich und trotz der eigentlich sehr komplexen Geschichte. Seit seinem ersten Eintreffen in Bozen 2003 sind einige Jahre vergangen und der Violinist aus Dänemark hat sich hier gut eingelebt, auch deshalb, weil inzwischen seine kleine Tochter geboren ist. Er kann viel Zeit mit ihr verbringen und so lernt sie ganz nebenbei Dänisch. Ihr Papi spricht fließend Italienisch und dann ist da noch die Sprache der Musik. Musik ist international. Wir sind alle Menschen, die spielen und wir müssen ja nicht so viel sprechen. Wir kommunizieren beim Spielen und wichtig, dass wir das so gleichmäßig wie möglich machen, dass das gleiche Denken und Spüren und sodass ein balanciertes Produkt rauskommt.
Seit 2008 ist der Musiker Violinist beim Haydn-Orchester von Bozen und Trient. Von Anfang an habe ich immer wieder Aushilfe gespielt, im Haydn-Orchester auch. Und dann ist ein Probespiel gekommen und das ist halt gut gegangen. Auch in seinen Teenagerjahren studiert Ole Fredriksen ernsthaft Musik. Er ist begeistert von den Werken großer Meister, lässt sich inspirieren von Rachmaninow, Strawinsky und anderen. Ich werde niemals vergessen, Konzert für Orchester von Bartok und dann natürlich die Violinkonzerte, Tschaikowski, Brahms, Sibelius. Das war herrlich einfach. Dann beim Üben ist ja eine sehr Geige, Saiten, Bogen, sehr, sehr technisch, sehr praktisch. Und man muss so viel putzen und mit großer, großer Geduld, um die Elemente zu kontrollieren. Heißt viele Jahre mit sehr disziplinierter Arbeitsart. Und zum Kontrast zu dieser Feinheit, hat mir gefallen, sehr Metallica zum Beispiel zu hören. Der Schlagzeuger ist übrigens Däne. Ich bin aufgewachsen, wo eine Großfamilie war in Dänemark. Einmal sind dort 20 Leute beisammen, einmal dort. Und man hat sich immer abgewechselt, die Tante, die Cousine, die Kinder und Großmutter und so weiter. Ne? Und das war einfach normal. Ne? Und das habe ich ein kleines bisschen vermisst. Wahrscheinlich, weil die Familie, wo ich hingeheiratet habe, einfach keine Großfamilie war. Was Jette Christiansen nach Südtirol mitbringt, ist ihre Leidenschaft, farbenfrohe Bilder zu malen. Als Kind schon wollte sie Malerin werden, wie ihre Tante auch. Das Talent war da. Was fehlte, war die Ausbildung. Die Zeit meiner Kindheit war natürlich dadurch geprägt, dass gespart werden musste und dass man die Eltern es gut gemeint haben. Du musst einen Beruf machen, von dem du leben kannst. Und Malerei ist ja nicht gerade das, wo man am besten über die Runden kommt finanziell. Auch wenn aus dem Malen vorerst nichts wurde, so ließen die Eltern dem Mädchen doch relativ viel Freiheit. Und dadurch habe ich auch meine Kreativität nicht bremsen müssen. Also streng in dem Sinne habe ich es eigentlich nicht gehabt, das kann ich nicht sagen. Aber streng im Sinne von 5 Kilometer jeden Tag mit dem Radl in die Schule zu fahren, 5 Kilometer zurück mit dem Radl, Winter, Sommer, immer. Also das war natürlich streng. Aufgeben wäre das Letzte gewesen, auch in ihrer Liebe zur Malerei. So ist sie doch noch ihren Gefühlen gefolgt und hat begonnen, ernsthaft zu malen. Eine besondere Liebe habe ich schon zu den Stillleben entwickelt. Und was sich immer mehr herauskristallisiert, die Farben sind für mich wahnsinnig wichtig. Also da kann ich oft stundenlang nachdenken, wie, welche Farbe im Hintergrund und was ist bei dem komisch, bei dem Bild. Dann komme ich drauf, die Farben. Also die Farben sind für mich ganz zentral. Bei Malkursen und Studienaufenthalten in verschiedenen Ländern entwickelt sie sich weiter. Thematisch inspiriert wird sie auf ihren Reisen. Diese Vase da, die ist ziemlich groß, die habe ich in Südafrika gekauft und mein Koffer war halb voll. Ich bin ganz fertig gewesen, bis ich den Koffer mit dieser Vase, aber diese Vase musste es sein. In ihrer Freizeit hat sie oft und viel gemalt, Ölbilder vor allem. Zufrieden war sie dennoch nicht. Ich habe mich, um genau zu sein, im Kreis gedreht, bin nicht weitergekommen. Dann vor circa 30 Jahren habe ich einen Südtiroler Maler Gotthard Bonnell kennengelernt. Und der hat dann gesagt, sinngemäß, ich weiß nicht, 30 Jahre ist es her, aber sinngemäß hat er gesagt, so, also du drehst dich im Kreis, jetzt gib dir Tipps und Empfehlungen, wie du auf einen Weg weitermachen kannst. Und das war dann auch für mich entscheidend. Ich habe deutlich verstanden, also plakativ malen, das geht nicht. Also ein Baumstamm muss man das Gefühl haben, zum Beispiel, dass ein Baumstamm rund ist.
Seit 1992 ist Jette Christiansen Mitglied im Südtiroler Künstlerbund. Der Weg, ihr Weg, hat sich gelohnt. Mit 19 ist sie von zu Hause weg, wollte frei sein und die Welt entdecken. 8 Jahre hat sie dann in Wien gelebt und gearbeitet. Bevor ich wieder heimfahren wollte, bin ich dann mit den Südtirolern in Kontakt gekommen. Und die haben eine Volkstanzgruppe gehabt und nachdem alles Männer waren, haben sie dann doch Frauen gebraucht. Und so bin ich in die Volkstanzgruppe von den Südtirolern gekommen. Ja, und so ist dann weitergegangen. So bin ich dann nach Südtirol letzten Endes importiert worden, wenn man so sagen kann. Nach der Hochzeit lebt sie mit ihrer Familie vorwiegend in Bozen, versorgt und begleitet die beiden Kinder. Zudem arbeitet sie über Jahre für die Landesregierung im Gesundheitsbereich. Sie ist in der Erwachsenenbildung tätig und gestaltet Beiträge für die RAI. Der Anfang hier war für die Dänin nicht einfach. Südtirol mit seiner Vergangenheit doch ganz anders als ihre Heimat. So hat sich Jette Christiansen aufgemacht und die Geschichte des Landes studiert, die Kultur kennengelernt und viele Kontakte geknüpft, Freundschaften aufgebaut, vor allem in Eppan, in der Zeit, als sie dort gewohnt hat. In Eppan fühlt sie sich auch heute noch zu Hause. Was der Frau aus dem Norden anfangs noch sehr zu schaffen macht, ist die Zweisprachigkeit. Die entsprechende Prüfung entpuppt sich als wahrer Stolperstein. Ich muss zugeben, das war ein bisschen ein harter Brocken. Weil ich habe, bis ich 18 war, kaum mit Deutsch Kontakt gehabt, Italienisch sowieso nicht. Und jetzt diese Prüfung zu machen, ist deswegen, allein schon deswegen schwierig, weil wenn ich nach Bologna gehe oder in Wien, dann habe ich keine andere Wahl, als diese Sprache zu lernen. Hier kann ich immer ausstellen. Schlussendlich hat es dann doch geklappt. Die Mehrsprachigkeit empfindet sie heute als großen Gewinn. Immer wieder kommt Jette Christiansen zurück auf die Anfangsjahre, als so vieles neu war für sie, all die Traditionen, Sitten und Bräuche. Sie verspürt eine Besorgtheit, die viele Südtiroler um ihre Identität haben und als Folge eine starke Betonung derselben. Rein kopfmäßig versteht man alles, man kann auch ein gewisses Mitgefühl haben, bis zu einem gewissen Grad aber nur, weil man ja, so ich und auch viele andere, wir haben ja nicht das Gleiche erlebt. Wir haben es ja nicht von der Großmutter, von Mutter und so weiter mitgekriegt, was das Ganze bedeutet. Und deswegen bis zu einem gewissen Grad kann man es mitfühlen, aber eben nicht ganz. Das würde ich schon meinen, ja. Fühlen ist eines und verstehen ist was anderes. Das Wort Heimat ist für mich eine schwierige Frage geworden, weil ich war 19 Jahre in Dänemark und da bin ich jetzt 47 Jahre. Meine Wurzeln sind natürlich in Dänemark, ist klar. Musik.